Nach der großen Flut im Mansfelde schon 1994 dauerte es noch einmal 2 Jahrzehnte, bis endlich der Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens in Wippra in Angriff genommen wurde. Inzwischen ist einiges passiert und so lud am 30. August der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt zu einem Tag der offenen Tür auf die Baustelle ein. Und da gibt es schon einiges zu sehen. Schließlich werden insgesamt 1300 Tonnen Stahl, 750.000 Kubikmeter Beton oder 130.000 Tonnen Dichtungs- und Stützkörpermaterial aufgeschüttet bzw. verbaut werden. Wir sprachen mit dem örtlichen Bauüberwacher Steffen Hagenloch. Also es ist ein Hochwasserrückhaltebecken mit einem Gesamtstauvolumen von ca. 4,25 Millionen Kubikmeter. Wenn der Vollstau erreicht ist. Es ist ein grünes Becken, kein Dauerstaubecken. Also es wird nur im Hochwasserfall zum Anstau genutzt. Und wir haben vor, die Dammschüttung im Wesentlichen bis zum Jahresende fertig zu bekommen. Hängt allerdings ein bisschen ab, wie wir hinten das Material gewinnen in der Seitenentnahme. Also es wird ein Steinbruch betrieben, der das Stützkörpermaterial liefert und von der Gewinnung ist natürlich auch der Baufortschritt abhängig beim Dammbau. Er äußerte sich auch zu dem aktuell erreichten Hochwasserschutz. Es gibt eine gewisse Hochwasserschutzwirkung, also wir können 7-8 Meter ist ja der Damm inklusive Dichtung gebaut. Die Verschlüsse sind im Moment händisch zwar bedienbar, also es kann jetzt schon angestaut werden. Zum Termin der Fertigstellung des Bauwerkes gibt es Folgendes zu sagen. Das wird dann im nächsten Frühjahr, Frühsommer fertig sein, weil wir dann natürlich noch Betriebswege bauen. Die Begrünung wird erst im Frühjahr erfolgen können und natürlich abschließend die Eckertstraße wiederhergestellt hinter Richtung Talsperre. Er fasst auch zusammen, was man vor Ort genau machen konnte an diesem Tag der offenen Tür. Also man kann erstmal das Bauwerk hier mal von innen besichtigen, wo man sonst nicht rein kann im normalen Baubetrieb. Und man kann natürlich auch beim TSB, der hier vor Ort ist, und bei mir Fragen stellen, wie was funktioniert und